Jo, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme mit mir, dem Minecraft.de, und heute gibt es, ja, eine neue Folge von Mario Kart 8 Deluxe, und zwar, ja, nicht den Online-Modus, auch nicht die 150 CCM, nein, heute gibt es tatsächlich, ja, einen neuen Anfang von diesem Projekt, denn ich habe mir gedacht, dass ich ab heute jetzt jede Woche ein Video über den gespiegelten Modus spielen werde. Das heißt, wir werden nochmal alle Rennen durchspielen, aber halt im gespiegelten Modus. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Cup. Ist natürlich der Pilzcup, dafür nehmen wir Mario. Und ich würde sagen, wir machen es wieder ganz klassisch. Wir nehmen alles auf Standard, damit es ja für die erste Folge ganz Standard ist. Ja, der Pilzcup mit Marios Kart Stadion, dem Wasserpark, Zuckersüß Canyon und Steinblock Ruin. Ich würde sagen, wir legen direkt los und let's go! Ja, erstes Rennen und wir merken direkt, es ist gespiegelt alles und damit meine ich alles, auch die Schrift zum Beispiel. Eigentlich sehr smart von Nintendo, wenn man sich das mal überlegt, das Ganze wirklich zu 100% zu spiegeln und nicht nur die Strecke, sondern auch wirklich alles. Also da muss ein Mastermind hintergesteckt haben. Ich meine, das ist ja keine große Arbeit, sondern einfach nur im Map-Editor einfach alles invertieren oder ja, einfach einmal drehen. So oder so ähnlich, müsste es ja funktionieren. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr ungewöhnliche Erfahrung gerade für mich, weil ich spiele diesen Modus eigentlich so ziemlich nie. Man hat schon am Anfang gesehen, ich habe einen Cup gespielt, und zwar den Bloom Cup, und den habe ich mit Gold abgeschlossen, also Goldpokal und zwei Sternen. Das heißt, ich bin noch nicht mal so unbedingt neu in diesem Gebiet, aber trotzdem spiele ich alle anderen Cups zum allerersten Mal. Also diese Map hier zum Beispiel spiele ich gerade gespiegelt zum ersten Mal, und auch die, ja, und auch eigentlich alle anderen Maps spiele ich zum ersten Mal gespiegelt. Deswegen eigentlich eine sehr interessante Erfahrung. Und das gibt auch nochmal ein komplett neues Gefühl in das Spiel. Also egal wie viel Mario Kart man spielt in seiner Freizeit, wenn irgendwann mal langweilig ist, einfach den gespiegelten Modus spielen und dann ist das Spiel quasi wie ein komplett neues Mario Kart. Ich meine, wir warten ja jetzt schon mittlerweile seit, lass mich lügen, ich glaube 12 Jahren auf einen neuen Teil. Oh shit, das ist schlecht. Als ob ich jetzt Zweiter werde, weil mich Blue Shell getroffen hat. Ich bin sogar Dritter gerade. What? Jetzt muss ich einmal aufholen. Ansonsten wird das bodenlos. Come on. Rot ist schön. Okay, let's go. Erster. Gutes erstes Rennen, meine Damen und Herren. Das war schon mal sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Rennen über. Let's go. Zweites Rennen hier beim Wasserpark und oh, direkt der Fehlstart, auch perfekt. Ja, ich finde, man sollte sowas wie ein spiegeltes Rennen im echten Leben, wäre doch auch mal sehr interessant. Ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen, eine komplette Strecke einfach gespiegelt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja manchmal auf YouTube so ein paar Videoclips von irgendwelchen Formel 1 oder Fußballspielen, wo quasi die Ansicht gespiegelt ist, damit man, also damit die Uploader kein Copyright Strike bekommen oder kein Urheberrechtsanspruch kassieren von den jeweiligen Organisationen.
Und irgendwie wäre es doch mal lustig, wenn die Formel 1 oder was weiß ich irgendwie. Oder im Fußball, wenn man da quasi einfach alles spiegelt von Anfang an mit Absicht, mit dem Ziel dahinter, dass wenn man es halt spiegelt, dann ist es immer noch urheberrechtlich geschützt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile sogar vielleicht der Fall ist, dass man noch nicht mal unbedingt, sag ich mal, das Spiel spiegeln muss, sondern dass die Urheberrechte auch bei gespiegeltem Video eingefangen werden können. Ich weiß es nicht. Wäre aber auch zumindest lustig zu wissen, ob es sowas gibt. Oh, stimmt, und Lakito ist auch komplett gespiegelt. Also man merkt, es ist eigentlich alles zu 100% gespiegelt. Ich würde es ehrlich gesagt noch cooler finden. Aber gut, das würde irgendwo auch keinen Sinn machen. Aber ich würde es irgendwie cooler finden, wenn wirklich 100% alles gespiegelt wäre. Und Mario nach rechts lenken würde, wenn ich nach links lenke. Aber er trotzdem halt nach links lenkt, wenn ich nach links lenke. So. Aber seine Animation halt nach rechts lenkt, wenn ihr checkt, was ich meine. Z irgendwo was. Aber es läuft halt bisher sehr gut. Deswegen gehen wir damit als erster wieder ins Ziel. Und let's go. Auch diese Runde sehr, sehr gut überstanden. Ich muss schauen. Okay, punktetechnisch sieht alles noch sehr gut aus. Aber natürlich werden wir auch nächste Runde den ersten Platz anstreben. Deswegen würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Ja, drittes Rennen, Zuckersüßer Canyon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige Maps mich sehr überraschen werden. Besonders eben, weil sie gespiegelt sind. Ich meine, ich muss sagen, hier besonders der Anfang von Zuckersüßer Canyon ist mir gerade relativ unbekannt gewesen, obwohl ich diese Map schon tausendmal gespielt habe, gefühlt. Aber besonders, wenn irgendwelche 3DS-Maps kommen, also Mario Kart 7, da muss ich zugeben, da habe ich schon den gespiegelten Modus gespielt gehabt auf dem 3DS damals. Deswegen kenne ich da die Maps relativ gut, aber zum Beispiel hier die Mario Kart 8 Maps, besonders halt die exklusiven auch und besonders auch, glaube ich, die neuen, die DLC Maps, die komplett neu sind und nicht importiert wurden aus anderen Spielen. Ich glaube, die wären auch nochmal sehr interessant, weil die kennt man ja nicht so wirklich auswendig. Die hat man zwar schon häufiger gespielt jetzt mittlerweile, aber so wirklich auswendig kennen tut man die nicht. So, das Ding ist, ich achte jetzt die ganze Zeit ein bisschen auf die Karte, weil das Ding ist, ich habe mir in der Zeit, wo ich jetzt kein Mario Kart mehr aufgenommen habe, habe ich mir natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schlau gemacht, was ich so verbessern könnte für meinen Skill, weil es kam mir ab und zu auch mal vor, dass ich nur den Silberpokal in Mario Kart 8 geholt habe im ersten LP. Deswegen dachte ich mir, okay, was kann man denn verbessern? Und ich habe tatsächlich ein paar Sachen herausgefunden, wie man Mario Kart besser spielt, besonders wegen ein paar YouTube Shorts. Lol, was ein Glück. Hä, ich... Was? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Normalerweise hätte ich runterfallen müssen. Aber warum hier nicht? Weil ich aus dieser Kanone geschossen kam? Wird man da nicht vom Blitz getroffen oder... Wie funktioniert das? Irgendwie habe ich das gerade nicht verstanden. Aber okay. Oh, jetzt muss ich überleben. Auf der Zielgeraden jetzt noch von Roten getroffen werden, wäre nicht so gut. Deswegen... Schnell ins Ziel. Damit ist auch die dritte Runde gewonnen. Ja, perfekt. Ich würde sagen, ich verschiebe das Thema auf nächste Runde. Und dann würde ich sagen, let's go!
letztes Rennen, jetzt heißt es wirklich alles geben, damit wir auch hier Erster werden und uns den Goldpokal abholen. Ja, was ich sagen wollte, ich habe mir natürlich so ein paar Tricks, sag ich mal, angeeignet für dieses kleine Projekt hier, was ich ja nochmal wiederhole, nur halt im gespielten Modus. Denn tatsächlich ist Mario Kart viel taktischer, als ich gedacht habe. Also ich dachte immer, okay, ja, Mario Kart musst du halt nur gut fahren können, aber nein, du musst da auch wirklich gut taktieren können. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Items, die dich halt, sag ich mal, länger aufhalten als andere. Also zum Beispiel Bomben, der blaue Panzer und so weiter. Also der Stachipanzer. Die alle halten dich, glaube ich, für 1,5 Sekunden auf oder sowas. Und dann gibt es eben Items wie jetzt der Blitz zum Beispiel oder die Banane, wo du nur ausweichst, also wo du quasi drüber rutscht. Oder wo du ja, nur rutscht. Ich kann es jetzt schwer erklären. Aber es gibt auf jeden Fall Items, die lähmen dich für eine Sekunde und andere Items, die lähmen dich halt nur für 1,5 Sekunden. Das Ding ist bei diesen 1,5 Sekunden Lähmungen, wie jetzt zum Beispiel, warte, come on. So, das zum Beispiel. Okay, das war, oh, das war dumm. Oh shit, das war sehr dumm. Das war sehr dumm. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Und weil die Map auch noch gespiegelt war, hatte ich komplett den, sag ich mal, den Twist im Fliegen. Ja, aber das war gerade einer der Tricks, die man anwenden kann. Und zwar, du wirfst eine Banane vor dich und dann rutschst du quasi und bist nur für eine Sekunde gelähmt. Und wenn du vom Stachel getroffen wirst, bist du halt 1,5 Sekunden gelähmt. Problem war jetzt gerade halt. Ja gut, was soll ich sagen? Ich wurde halt trotzdem getroffen. Aber ich war trotzdem die kompletten 1,5 Sekunden gelähmt. Ich glaube, ich war sogar 2,5 Sekunden oder so gelähmt. Boah, und ich muss sagen, der Blooper ist ja komplett gefährlich im, im gespiegelten Modus, weil du halt wirklich nicht weißt, wo du hinfährst. Weil du natürlich erraten musst, wie die Map gespiegelt aussieht. Was war das? Also, ich bin gerade sprachlos. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Stelle. Und Digga, hier haben wir es nochmal. Peach mit der Bombe in der Luft. Also, man sieht jetzt leider mich nicht. Aber sie wirft die gottverdammte Bombe ab und trifft mich damit. Also man hat es gerade hier nochmal ganz kurz gesehen. Auf der Karte sieht man's. Ist das gestört? Könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzhaft gerade dieser Anblick war von dem gottverdammten zweiten Platz. Also holy shit, ich glaube, von allen, also wer das Original Let's Play gesehen hat von Mario Kart, weiß, dass es sehr, sehr viele Betrüge gab. Ihr wird sehr oft betrogen vom Spiel, aber ich glaube, das hier und das in der ersten Folge
war bisher der größte Betrug von allen. Von allen. Und das ausgerechnet bei den Steinblock-Queen beim letzten Rennen. In den letzten Sekunden. Und dann noch bei der wohl ungünstigsten Stelle, bei dem wohl ungünstigsten Item und dem ungünstigsten Charakter. Ich verstehe es nicht. Aber ey, Goldpokal ist trotzdem meiner. Nur schade, dass er eben ohne 3 Sterne serviert wird. Ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wir sagen, ciao, Leute. Thank you.